Gut. Ja, jetzt bei uns im Video Theresa Lachner vom Blog Lustprinzip. Und du hast in deinem Talk gerade über Emotional Branding und Authentizität gesprochen. Und ich würde jetzt mal fragen, hört nicht jede Authentizität schon da auf, wo du es mit so Wörtern wie Emotional Branding zusammenschmeißt? Absolut, das sind beides absolut leere Phrasen, sowohl Authentizität als auch Emotional Branding. Dieses Wort, was ich einfach mal für diesen Talk erfunden habe, weil ich auch mal Experte in irgendwas anderem als Sex sein wollte, dachte ich mir, ich erfinde dieses Wort und das entwickelt sich jetzt schon ohne mein Zutun immer weiter und alle Leute fragen mich, wie ist es denn mit dem Emotional Branding? Und es ist eine leere Hülse. Oder eine Umschreibung für dieses Gefühl von lasst uns einfach echt und ehrlich und nackt miteinander sein. Und wo siehst du da die Grenze zum Beispiel zu dem, was ja viele YouTuber auch machen? YouTube-Haul, ich war jetzt bei DM und habe mir da diese Creme gekauft, weil das die beste ist, was ja nur gut verpackte Schleichwerbung ist. Du hast auch gesagt, du empfiehlst deinen Lesern Sachen. Wo siehst du da die Grenze? Ich empfehle ihnen keine Scheiße, das ist wirklich ganz wichtig. Also ich sage auch mal, das ist jetzt, zum Beispiel bei Sextoys ist es so, da sind oft Weichmacher drin, das sind Stoffe, die sind in Kinderspielzeug seit 20 Jahren verboten, aber Sextoys werden nicht so streng kontrolliert. Und bei sowas bin ich ganz klar dagegen und das sage ich auch laut und ich empfehle auch wirklich nur Sachen, die ich selber gut finde. Ich kann Sachen, wenn ich unboxe, weiß ich ja vorher nicht, was drin ist und sage, aha, das ist so und so. Und dann sage ich halt nicht, das ist total kacke, aber ich sage schon, wenn ich, naja, finde ich jetzt nicht so super so. Also es ist, der freundliche Grundton muss gewahrt werden, aber wenn ich zum Beispiel im Blog Produkte vorstelle, dann wirklich nur welche, die ich selber getestet und für gut befunden habe, weil alles andere fände ich auch frustrierend für meine Leserin, wenn die dann ein scheiß Sextoy zu Hause hat. Die liegt mir da schon mehr am Herzen, auf jeden Fall. Kommen wir nochmal auf eine persönliche Ebene. Du hast es so kurz angesprochen. Du bist sehr nah an deinen Lesern und jetzt bist du eine Frau im Internet und Frauen im Internet haben immer das Problem, dass sie mit Trollen zu kämpfen haben etc., bestimmt besonders, wenn sie über Sex schreiben. Macht es das dann nicht schwieriger, wenn du so nah an deinen Lesern dran bist, mit Trollen umzugehen, mit Harassment? Für mich jetzt, muss ich ehrlich sagen, ich finde es gar nicht, also es könnte wesentlich schlimmer sein. Es kommt natürlich sehr auf die Plattform an, aber auf Facebook, das ist meine Gang. Es ist wirklich ganz selten, dass ich einen Facebook-Kommentar also löschen oder irgendwie zensieren oder sonst was muss. Ich will natürlich nur schöne Sachen haben, aber auf meinem Blog hatte ich vielleicht einen wirklich negativen Kommentar in jetzt einem Jahr. Ich meine, wenn man auf YouTube geht und da Sachen macht, dann steht da schon mal drunter, ja, würde ich nicht mal für Geld ficken oder so. Da denke ich mir dann auch so, aha, wer auch immer du bist. So, ja. Und ich meine, böse Kommentare gibt es dann eher für journalistische Themen, die ich auf Spiegel schreibe oder so. Also man ist immer eine Projektionsfläche für Leute, die sich an irgendwas abreagieren wollen und die dann irgendein Thema auf mich projizieren. Ich wurde schon für das Hotelsterben im Bayerischen Wald verantwortlich gemacht. Ja, es ist scheißegal und da muss man einfach selber, für mich geht es noch nicht mal um irgendwie ein dickes Fell oder so bekommen, sondern einfach nur zu sehen, was trifft, und das meiste trifft mich null, weil ich den Absender überhaupt nicht kenne. Und deswegen ist mir das auch Hupe, wenn jemand böse Sachen zu mir sagt. Okay, sehr schön. Sind wir durch?